Ein paar Tage habe ich nur meine Show gefilmt und das, was ihr so gesehen habt. Heute Morgen bin ich in Lyle, das ist zwischen Westport und Nelson auf der Südinsel, und werde jetzt the Gold Old Ghost Road gehen. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauern wird und was das so darstellt, aber das werdet ihr jetzt mit mir hier zusammen sehen. Also viel Spaß dabei! Von dem Track, den ihr gerade gesehen habt. Das waren 4 Kilometer in 54 Minuten. Das war so ein bisschen langsame Vorbereitung auf den Tongariro Crossing, den Mount Doom. Kennt ihr wahrscheinlich alle von Lord of the Rings, den ich unbedingt machen will, weil das auf meiner Bucketlist. Da, wenn ich das geschafft habe, dann liege ich heulend am Boden und denke so, yeah. Aber dafür muss ich mich ein bisschen vorbereiten, ein bisschen einüben, auch mit meinem Fuß, der halt immer noch nicht ganz 100% funktioniert. Und ja, denkst du, 4 Kilometer, 54 Minuten ist okay. Tongariro Cross ist natürlich an der steiler, viel mehr Geröll und so weiter und so fort. Das muss man auch mit einberechnen. Deswegen sagen die ja nicht umsonst, die laufen den 8 Stunden lang. Ja, deswegen gucken wir mal. Aber ich übe fleißig und werde schon wieder vom Sandfleisch malträtiert. Das ist das Schlimmste, was ich bis jetzt in Neuseeland gehabt habe, die Sandflies. Die sind schlimmer als Moskitos, weil Moskitos hörst du wenigstens oder siehst du. Sandflies sind so klein wie Fruchtfliegen. Und das ist. Und das juckt so immens. Und selbst irgendwelches Repellent Spray, also halt gegen solche Viecher, hilft auch nicht wirklich. Covern hilft nicht, weil die stechen durch, gerade so durch Jogginghosen oder sowas. Und das ist somit das Nervigste und Störendste, was es in Neuseeland gibt. Dafür gibt es halt keine Kängurus, die man überfahren kann. Hat halt alles Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ja, ich mache mich jetzt auf und dann seht ihr, wie es weitergeht. Bis dann!